Elbschuld von Nicole Wollschläger. Gelesen von der Autorin. Hörbuchproduktion 2019. Kommissar Philipp Goldberg schloss die Haustür und ging in die Küche. Sein Spaziergang hatte ihm gut getan und jetzt freute er sich auf einen Kaffee. Obwohl er schon vor einer Woche das Umzugsunternehmen mit einem ansehnlichen Trinkgeld verabschiedet hatte, standen immer noch reihenweise Kartons herum. Nicht, dass ihm die Zeit fehlte, sie auszupacken, nein, in Kopphusen ging es eher gemächlich zu. Aber er war noch immer auf der Suche nach dem richtigen Platz für einige seiner Sachen. Dieser Neuanfang sollte etwas ganz Besonderes werden, und das brauchte eben Zeit. Für seine Bialetti hatte er allerdings nicht viel Zeit benötigt, die hatte schon am Tag seines Einzugs den richtigen Platz auf dem Herd gefunden. Er nahm die Schraubkanne, füllte den kleinen Bauch mit Wasser, den Filtereinsatz mit der gemahlenen Espressomischung und drehte den Gasherd auf. Während er die beiden Teile wieder aufeinander schraubte, dachte er an den letzten Besuch in seiner Leib- und Magenrösterei in Berlin. Der neue Barista hatte in einer dramatischen Geste die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Die Schraubkanne war seiner Meinung nach die schlechteste Wahl, wenn es um guten Kaffee ging. Aber Goldberg hatte nur mit den Schultern gezuckt. Er liebte seine Bialetti und kein Barista der Welt würde sie ihm abspenstig machen können, egal wie hip und kompetent er war. Schmunzelnd stellte er die Kanne auf die Gasflamme. Dann setzte er sich an den kleinen Holztisch am Fenster und wartete. Sein Blick wanderte hinaus in den Garten. In dieses Kleinod hatte er sich bei der Hausbesichtigung sofort verliebt. Besonders der Apfelbaum im Zentrum des Gartens hatte es ihm angetan.